Beziehungstipps zur Adventszeit von und mit Mario Barth. Hallo, hier ist wieder euer Mario mit Tipps für eine glückliche Beziehung. Das Thema Geld, gerade jetzt zur Weihnachtszeit, ist ein sehr gefährliches Thema. Gerade mit Frauen ist es teilweise sehr, sehr schwierig, denn Frauen rechnen anders als wir Männer. Ja, sie rechnen mit ihrem Bauch. Ihre Gefühle entscheiden, ob etwas teuer ist oder billig. Nicht die Summe. Wir standen vor kurzem in einem Möbelhaus und standen da vor einem Spiegel. 250 Euro sollte der kosten. Hallo, 250 Euro für einen Spiegel, sagt sie. Ja, aber der ist ja besonders schön. Hä? Wie, ein Spiegel? Spiegel sehen alle gleich aus. Wenn man davor steht, sieht man sich. Sagt sie, nein, das ist ein ganz schöner Spiegel. Ich sag, du meinst den Rahmen. Zumal wir ja überall Spiegel haben, das darf man nicht vergessen. Wir haben Spiegel im Flur, wir haben Spiegel im Bad. Toilette, im Schlafzimmer, gut, dann nur an der Decke. Aber trotzdem, überall Spiegel. Jetzt kommt's, sagt sie, ja. Ach so, gegen den Spiegel bist du. Aber deine Kopfhörer, die du gekauft hast, die waren viel teurer, das weißt du schon. Da sag ich, bitte? Sag ich, meine Kopfhörer haben 250 Euro gekostet. Also sind die nicht teurer, sondern genauso teuer. Und jetzt kam die Logik meiner Freundin. Sie direkt, nee, gar nicht. Denn der Spiegel ist ja für uns beide. Das heißt, 250 Euro durch zwei, das wären ja dann 125 Euro. Und deine Kopfhörer sind ja für dich alleine. Also 250 Euro. Doppelt so teuer. Tja, da macht sie nichts. Unterm Strich haben wir den Spiegel natürlich nicht gekauft. Denn ganz zum Schluss fiel mir noch etwas Sensationelles ein. Ich habe zu meiner Freundin gesagt, ich sage, Schatz, ist doch scheißegal, wie so ein Spiegel aussieht. Für mich ist der schönste Spiegel immer nur dann, wenn du davor stehst. Also, ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Euer Mario.